Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die, Folge 4 der Staffel 4. Das ist mal eine schöne Zahl. Und wir sind diesmal auch zu viert, wie schon angekündigt. Und zwar einmal die Dame des Hauses, Serendipity. Hallo. Hallo, ihr Lieben. Dann haben wir den Jack Fleischhammer. Wunderschönen guten Tag. Und den Herr Cocaine. Hallöchen. Wir nehmen diesmal zu viert auf. Wirklich wird nur der Herr Fleischhammer und der Herr Minjas. Der Herr Cocaine hat zu viele eigene Projekte, deswegen haut das nicht ganz hin. Und bei der Serendipity ist leider seit der Alpha 8, jetzt hätte ich bei der Alpha 4 gesagt, ist die Performance so schlecht, dass das mit dem Aufnehmen irgendwie nicht so ganz hinhaut. Nö, ich habe hier stellenweise Einzelbildschaltung. Ja. Auf jeden Fall sind wir hier gemeinsam und werden unsere Hütte weiter ausbauen. Wir haben ja das letzte Mal den Airdrop gesehen und wollten hinterher, als dort diese Kiste runtergefallen ist, auf dem Weg zurück zur Bude und als wir Serendipity praktisch eingesammelt haben, haben wir auch den Airdrop gefunden und wollten ihn eigentlich aufnehmen. Da ist was schiefgelaufen. Meine neue Haarfarbe kam dazwischen. Ja. Genau. Ich hab kein Holz in der Tasche. Serendipity ist leider nicht helfen. Etwas voreilig an die Kiste. Hat. Oh, was ist denn das? Und wir können mal zeigen, was da drin war. Also ich habe einen Teil davon aufgenommen. Und zwar hier diese Rubber Cobblestone, also diese Stahlrahmen, um die mit Cobblestone zu füllen. Da habe ich auch noch 31 Stück. Wo habe ich denn jetzt das Couchstück her? Oh, ich glaube, ich habe die Couch eingesammelt. Ja, gleiches Inventar. Ich mache hier schon mal die Wand zu, dass wir hier nicht überrascht werden wieder. Beim letzten Mal war das ja ein bisschen schwierig. Pack mal kurz ein bisschen Holz, ne? Genau, wir haben ja schon 16.56 Uhr, das heißt, ich werde gleich auch mit rausgehen, Holz hacken, denn wir wollen hier gegenüber von dem Gebäude, wo wir jetzt gerade sind, wollen wir ja was Eigenes wieder bauen. Und deswegen werden wir da Holz benötigen ohne Ende. Wobei ich jetzt gerade am Überlegen bin, wollen wir das Fundament eventuell aus diesem komischen Stahlrahmen machen oder ist das einfach zu teuer? Ja, wieso nicht? Also wir haben, ich habe 2x64. Wer hat noch was aufgenommen? Ich habe noch 31. Gibst du mir die mal? Bitte? Ich sterbe. Ja. Schon dann am Schlafsack hast du ja, dann ist das nicht ganz so schlimm. Du bist ja schon einmal gestorben. Ja, der blöde Köter hat mich gefressen. Du kannst die Couch auch wegnehmen, die muss hier nicht stehen. Nee, die muss da stehen. Das muss schön aussehen. Willst du was essen? Ja. So, da hast du Maiskolben, musst du halt, teile sie dir ein, langsam. Oder ist es zu trinken? Beides. Hau dir mal schnell den Mais rein, dass das mit dem Stöhnen aufhört. Wobei, ich finde es ganz geil. Ist es trinken eventuell auch? Ist beides. Ja, gut, schreit sich ins Mikrofon. So, dann hast du hier noch... Da, vor dir liegt noch... Hau dir schnell noch zu trinken rein, das sollte das alles auffüllen. So. Wir wollten ja einen Ofen machen mit Glasproduktion. Jetzt kann die mal aufhören zu schreien da drin? Ja, ich finde es zwar immer noch gut, aber es ist schwierig. Es tut mir leid. Die frisst nicht schnell genug, die Tussi. Weißt du, so ein roher Mais ist schon ganz schön schwierig zu kauen. Ja, immer gut. Zwischen der Zähne, ne? Ja, ein bisschen hart. Hatten wir noch irgendwie Lump of Clay oder sowas in der Art? Das kann ja nicht sein. Wartet nicht in der Kiste da drin, die hinter der Couch? Da ist so wenig. Habe ich den versemmelt oder was? So, ja, wenn ich buddel kurz. Naja, Sand, Lump of Clay habe ich 4. Und dann ist nur ein Dirt einzelner drin. Ist ja auch Quatsch, den werfe ich jetzt mal raus. Tja. Machen wir hier so einen 64er Stack und dann... Gut, ich komme raus. Ich habe zwar die Taschen voll, das ist mir jetzt aber wascht. Der wascht? Wascht. Egal. Waschsuppe mag ich nicht. So. Irgendwo hatten wir doch schon mal hier einen Boden irgendwo gehackt. Irgendwo hatten wir so eine leichte Mulde schon im Boden. Ich komme nur übers Dach wieder raus, ja, aus der Hütte, oder? Richtig, ja. Mhm. Hier Gott, drüben. Wo war denn das Dach? 50. Hinten raus. Im Hintereingang. Also die Animation zum Baumherfällen, die könnte ruhig noch besser werden. Was meinst du jetzt genau? Am Anfang, also die erste Animation fand ich besser. Wo die so ineinander zusammengesackt sind. Ja, fand ich auch. Außerdem war da die Gefahr größer, dass wenn der Baum umfällt, dass man auch so irgendwie sich wehtut. Oder also der könnte ruhig auch umfallen tatsächlich. Ich geh mal Steine hacken. Coole Geschichte. Sag mal, wie lange braucht man denn hier, um was aus dem Boden rauszuhacken? Geht's noch? Das dauert ewig mit der Hacke. Haben wir eine Schaufel? Haben wir auch nicht. Ich hab eine Schaufel, doch. Ich hab eben eine im Auto gefunden. Ich hab gestern mal so ein bisschen YouTube gestöbert. Ja. Aha. Da hab ich mal wieder die erste Folge von dir geguckt. Oder? Von wem? 7 Days. Von mir? Ach ja. Und da ist mir aufgefallen,
Wir müssen am 20. August, können wir so ein Special raushauen. Ein Jahr, oder wie? Ein Jahr, Seven Days to Die. Ach was, eieiei. Wie cool. Sind wir denn damit da? Da sind wir, glaube ich, gar nicht da, oder? Doch, da sind wir wieder da. Sind wir da, ja. Es geht nur darum, dass da eine Folge so erscheint. Einen, komm mit, hier, bitte. Wer sind der Herr Minjas? Hier. Okay, weil ich habe keine Namen über dem Kopf stehen. Guck mal, hier ist ein Loch im Boden. Da könntest du mal bitte noch mal ein bisschen rausschöppen. Also nicht unbedingt tiefer, aber... Ich habe auch nichts. Doch, hier habe ich noch Wasser. Das dauert aber, geht aber auch nicht schneller. Wir brauchen nur ein Lump of Clay. Nee, es langt schon. Langt schon. Wir müssen hier nichts großartig... Langt. Es langt. Ja. Langt. Gut jetzt, ja. Gut jetzt. Ach, echt, bye. Jungs. So, ich werfe mal die Glasproduktion an. Dann pass mal auf, Serendipity. Hier im Norden siehst du einen See, wenn du mal auf die Karte guckst. Im Norden, warte, ja? Ja, lauf mal dahin und buddel mal am Rand den Sand bitte aus. Ach ja, dafür bin ich dann gut genug, ja? Du kannst später auch gerne ein Feld anlegen und was uns kochen. Aber jetzt im Moment... Du Arschkrampe, echt? Jetzt ist sie blond, jetzt kann sie in die Küche. Nein, das würde ich nie so sagen. Nein. Also die Feuer sind ja noch nicht ausgereift. Das hat ja mit der Haarfarbe nichts zu tun. Nicht, das liegt ja primär erstmal am Geschlecht. Ja. Nicht vor den Zuschauern, ne? Schwierig. Hast du schön gesagt. Hilfe. So, ich mache jetzt hier mal... Leute, das ist ein Hilferuf. Ihr könnt mich gerne befreien. Ja, ja. Mit wem sprichst du? Mit euch nicht. Kannst du mal aus der Kiste? Ich muss mal. Danke. Ja, ich bin raus aus der Kiste. Ich hab da Holz drin gelegt jetzt. Da kannst ich, spreche nur noch, ich spreche nur noch mit Batman. Ja, wir können eine extra Kiste. Kannst du eine extra Kiste craften? Dann craften? Nee, aktuell ja, kann ich machen. Weil dann könnten wir eine Kiste mit Holz machen, dass wir am nächsten Tag dann ordentlich bauen können, ohne jetzt. Was brauchen wir eigentlich um diese Cobblestone-Dinger zu füllen? Das war doch irgendwie. Wie weit ist denn der See bitte schön weg? Der ist nicht weit weg. Siehst du auf dem Stein, okay. Oder? Brauchst du doch irgendwie diese Zementmole oder so? Ja, jetzt bin ich auch im Überlegen. Ja, Kieselsteine musst du da draus machen, das weiß ich. Corona hat's mal erklärt. Schwierig. Ja. Sag mal, bleiben wir jetzt im zweiten Stock hier? Erstmal, um uns halt vorzubereiten für die, als hier als, wie nennt man das, wenn die Bauarbeiter bauen, dann haben die auch so einen Container. Oh, ich sehe gerade Crushed Sand, kann man mehrfach, oder liegt das jetzt einfach daran, dass ich hier... Hat er denn nicht mehr nur 16 hergestellt oder kann ich jetzt nur 16 rausziehen? Bin ich jetzt gleich mal gespannt. Ich glaube, der stackt immer noch zu 16. Und... Nee, 48 habe ich raus. Oh, nice. Haben sie cool geändert. Sehr gut. Das ist ja so wahrlich eine positive Überraschung. Absolut. Nice. Absolut. Nice. So, ich guck mal, wie schnell geht so ein Glas. 47 Sekunden. Achso, Moment, ich kann ja gucken. Nee, Quatsch, die Brennzeit. Wie lange braucht denn so ein Glas? Steht das irgendwo, wie lange so ein Ding zum Craften braucht? Wenn wir zukünftig Holz farmen gehen, hätte ich gesagt, dass wir eventuell uns ein anderes Gebiet auf der Karte mal suchen. Wo man noch nicht anpflanzen kann, würde das durchaus Sinn machen. Weil ich würde ungern hier den ganzen Wald abroden, mein Spiel ist abgestürzt. Yay. Das, okay, hast du das mit dem Ton umgestellt? Nee, geht nicht. Ich habe keine andere Audioquelle außer USB-Dinger. Du musst doch, hast du keine Soundkarte im Rechner? Doch, aber die ist irgendwie nicht drin. Ja, genau, wird mir nicht angezeigt. Du hast keine Onboard-Soundcard, okay. Hast du vielleicht deaktiviert im BIOS? Oder die sind ausgeblendet, die Audiogeräte. Das kannst du jetzt mal direkt gucken. Mach ich mal, ich nehme ja nicht mit auf. Wenn du mal im Audio-Manager reingehst und irgendwie rechtsklickst, kannst du irgendwie ausgeblendete Geräte zeigen und deaktivierte Geräte zeigen und so ein Kram. Möchtest du eine Schaufel, Minjas? Prinzipiell... Ja, um den Graben am nächsten Tag zu machen. Ich würde jetzt vielleicht nochmal Holz holen. Serendipity? Mhm. Du holst noch das Sand. Das Dumme ist, ja, Entschuldigung. Ich hatte gerade im Crafting-Menü 700 Holzplanken drin. Die sind natürlich alle weg. Oh. Schade. Das tut mir sehr leid für dich. Ah, für uns. Super. Ich hätte gern aber ein Iron Ingot, um mir diese Dings zu machen. Diese Spikes. Short Metal Pipes, sag 5 Stück. Ja, habe ich auch. Ne, Moment, daraus kann ich mir auch wiederum machen. Da kann ich mir auch wieder diese Stripes draus machen. Oh, 5 ist natürlich übersichtlich. Nee, ich habe hier nur mein G35 Headset, mein Webcam-Mikrofon und mein USB. Das ist schräg. Dann mach doch einfach die. Webcam. Und wie viele Geräte hast du?
3. Okay, mach mal Rechtsklick irgendwo in der freien Stelle, wo die Geräte aufgelistet sind. Und da kannst du so zwei Haken setzen. Getrennte Geräte und... Ja, ja, habe ich. Und die hast du drin, dass die angezeigt werden. Dann habe ich nur meine High-Definition-Audio-Geräte. Das ist es. Ja, die sind aber nicht angeschlossen. Das macht nichts. Aber die kannst du auch zum Standard machen, oder? Kannst du die nicht markieren unten als Standard? Also dann würden wir dich aber... Nein. Geht nicht. Das ist merkwürdig. Nicht? Geht nicht. Schwierig. Ja, egal. So. Egal. Also das müssen wir uns später nochmal angucken. Das kriegen wir schon hin. Oder halt, wie es der Wellcry macht. Der startet, also zieht das Mikrofon ab, startet 7 Days to Die und steckt es dann wieder ran. Dann geht's auch. Kompliziert. Ja. Klingt kompliziert, ist aber so. Ist aber so, ja. So, ich repariere mal die Axt. Ich würde gerne hier die Fenster rausschlagen. Und die durch... durch Holz ersetzen. Ja, Hammer. Ja, tun Sie das. Tun Sie sich keinen Zwang an. Ich habe jetzt auf Ihre Hilfe... auf meine Hilfe? Ärgerlich. Dass die Planken weg sind, ja, das ist blöd. So, ich brauche noch... Weil halt auch die ganzen Bäume weg sind. Und man nichts draus machen konnte. Ach so, 19 Uhr. Ich gehe, glaube ich, jetzt nochmal raus, schnell Holz hacken. Hier diese hellen Flecken. Ja, komm ich mit. Im Wasser ist es Ton. Ja. Das könnte sein. Wie kriege ich den denn bitte schon abgebaut? Ich kann doch nicht durch das Wasser. Den brauchen wir aber nicht. Nein, mach nur am Rand. Nur den Sand. Und du müsstest auch langsam mal gucken, dann auf den Rückweg. Ne? Ich habe nur 7 Sand irgendwie. Ich bin zu blöd, um den Sand einzusammeln. Okay. Wo kann ich den Bäume schlagen jetzt mal hier in der Nähe? So ein bisschen oberhalb, oder? Oder ich mach schon mal den Bauplatz frei. Oder? Hier gegenüber. Ja, genau. Ich befreie ihn von den Steinen hier. Der Pickaxe sieht das echt gut. Das glaube ich, ja. Und immer direkt einsammeln. Was wolltest du fragen? Wer, ich? Ja, du hast gerade gehabt. Ja, ich baue sozusagen den Sand ab, ja, und dann entsteht ein Loch und dann kommt direkt das Wasser und ich versuche das immer sofort einzusammeln. Nur du kannst auch, wenn es ins Wasser rausschwimmt, kurz hinterher. Okay. Ich habe jetzt 13 Sand. Ich habe auch komisches Nitrat. Okay, echt? Mach den sogenannten Neustart. Ja, ich glaube, der macht das jetzt mit dem Mikrofon, könnte ich mir vorstellen. Ah, okay, ja. Dann werden wir ihn ja nicht hören, wenn es abzieht. Ja, es ist wieder da. Ich bin wieder da, ja. Hast du jetzt praktisch das Spiel gestartet und dann Mikrofon und so weiter? Ich habe das Mikro rausgezogen, habe das Spiel gestartet und habe es dann wieder eingestürzt. Ja, genau. So macht es der Wellcry. Und dann bei denen geht das ganz gut. Vorne, die können wir auch nochmal entfernen, oder? Schade, dass man noch keine Bäume pflanzen kann, wie es in Minecraft der Fall ist. Wie lange brauchen die in Minecraft zum Wachsen? Unterschiedlich. Ja, manchmal geht es recht fix. Aber die sind ja auch, die wachsen ja nicht langsam, also die sind ja instant da. Okay. Die hier auch noch, die zwei? Ah, die zwei geht noch. Muss was trinken. Muss sofort trinken, ganz dringend zu essen und alles. Ah, jetzt bin ich voll. Alles leer? Ich bin hier gefangen, ich komme nicht raus, verdammt. Du müsst jetzt langsam den Rückweg antreten. Antreten. Du musst nur an der Oberfläche den Sand abbauen, gell? Du musst nicht komplett dich tief einbuddeln. Apropos einbuddeln, ich würde hier gerne den Eingang zur Mine machen. Ja, auch von der Straße, wollen. Am Ende der Straße? Ja, können wir machen, genau. Aber dann schräg runter vielleicht, so, weißt du? Das war, ja, so. Ja. Mhm. Genau. Ja. Aber mit einem Eingangshäuschen. Ja, mit einem Schutzhäuschen. Genau. Praktisch ein Bergbauhäuschen. Wo auch Helme an der Seite hängen. Ja. Und die Grubenlampen. Genau. Und aber mit der Axt ist jetzt ein bisschen übertrieben, oder? Das Gras wegzuhauen, das kriegst du mit der Hand. Nein, genauso. Nein, das kann mich mal. Kannst du mir Gras geben? Gibst du mir Gras, Alter? Hast du nur ein bisschen Gras? Licht hier rum, da musst du nur ein bisschen... Hab ich eingesammelt. Geil. Hallo, Cocaine, schön, dass du wieder da bist. Ja, ja, freut mich auch. Dankeschön, vielen Dank. Mhm. Ja, übrigens an die, die auch diese Abstütze haben, dass mit diesem Mikrofon die Geschichte, wer ein USB-Mikrofon verwendet, sollte das mal probieren. Also ich habe einfach die Audiokarte, die ich nicht verwende, als Standardgerät aktiviert und dann halt
für Teamspeak und für das Aufnahme, für dieses Steak-Story das Mikrofon, das USB-Mikrofon wieder angegeben. Und dann sollte es gehen. Wobei, der Herr Fleischer hat damit auch keine Probleme, gell? Also aktuell nicht, nein. Ja. Und auch ich habe ein USB-Interface. Ja. Du hast ja mehr so ein XLR-Mikrofon mit USB-Interface und da gibt es anscheinend auch keine Probleme. Vielleicht ist das nochmal ein bisschen unterschiedlich zu werten. Hm. Huch. Gut, ich meine, den Rechner habe ich aufgesetzt, ja, da muss ja gut laufen. Oh, schwierig. Gott. Oh, da hinten ist Essen. Da hinten läuft Essen rum. Mach die zu, ich das Holz immer einzeln craften. Also nach jedem Baum crafte ich gleich einen Planken. Sehr gut. So, machen wir ein bisschen Platz hier. Es wird langsam dunkel. Frau Serendipji, wo sind wir? Keine Ahnung. Schaffst du es? Nach Süden, du bist in völlig falsche Richtung. Guck doch mal auf die Map. Jetzt genau. Genau hier einfach geradeaus. Ein bisschen weiter nach links von dir aus gesehen. Noch ein bisschen nach links. So, jetzt einfach geradeaus durch. Nein, weiter nach rechts. Stopp, jetzt. Haben wir hier irgendwo noch Wasser rumliegen? Du musst einfach auf die Minimap schauen. Wasser? Ja. Ich habe zwei dabei. Ich bin noch. Ach, hier ist noch. Ich hab noch zwei Golden. Schauer. Kannst du aber die Latten, ne? Ich mach mal hier die Laterne weg. Das ist ja auch blöd mit der Laterne hier im Weg. Nein, die macht Licht. Die macht kein Licht, leider. Schade, dann müssen wir eine Lampe kaufen. Ja, stimmt, wir hätten auch. Das ist natürlich eine Überlegung. Können wir ein Licht da oben? Können wir eine Fackel dran setzen? Wir haben jetzt 64 Gläser, das ist natürlich geil. Hat er schon fertig gecraft? Ja, und ja. Die bringt jetzt noch Sand mit. Ja, aber nicht viel. Ich habe nur 24 Sand gesammelt. Oh, das ist eine Menge. Ich habe letztes Mal, glaube ich, gerade mal 16 oder so. Mensch, geh kaputt. Sag mal, wie stabil sind die Laternen hier im Spiel? Ah. Jetzt geh und. Und hast du und kriegst du und gleich 20.30 Uhr, wir müssen gleich rein. Sonst aua. Boah, ist laut. Immer noch laut. Nicht die Munition verschwenden. Hör auf. Nicht die Munition. Ach, zum Glück ist die Munition. Ich hab eine Pickaxe. Jungs. Oh. Das war die alte Animation. So, ja. Laterne weg. Wie Sie sehen Sie nichts. Gut. Serendipity, du bist da? Ja. Da. Oben ins Haus, denn jetzt wird's gleich gefährlich hier draußen. Ich bin im Haus. Okay, ich mache hier mal die Vordertür zu, dann können die auch schon mal da nicht rein. Ich überlege gerade, ob ich hier mal ein paar Fackeln setze. So. So. Und da noch eine hin. So. Irgendjemand stirbt doch hier. Brauch was zu trinken. Hat jemand was zu trinken für mich? Es müsste im Feuer liegen, oder? Haben wir kein Wasser mehr, doch im Pool. Im Feuer. Im Pool, ja, aber wir haben wir sonst kein Wasser mehr. Ist im Feuer nichts mehr drin? Nope. Was ist denn da überhaupt drin? Warum brennt das Feuer denn? Achso, weil da einfach. Weil da noch Holz drin dann ist. Dann nehmen wir das mal kurz raus. Gläser und da sind noch Golden Flowers. Wo sind die 64 Gläser? Sind da noch drin? Gerade aus dem Ofen. Ja, dann gib mit. Oder, ja, ich beschütze, ich komme mit. Wir müssen mal ganz schnell am Pool. Leg die mal wo unten rein. Hast du die cool. Unten breit auf deiner Gürtelleiste? Nein, natürlich nicht. Du stirbst auch. Nee, nimm auch. Du die, weil ich sterbe jetzt. Alles aus dem Gürtel raus. Ins Inventar. Was wichtig ist, aus dem Gürtel raus, ab ins Inventar. Oh, der Zombie-Horne kommt auf uns zu. Okay, dann gehe ich nicht raus. Ich hab's nur so rascheln gehört. Dann krieg ich mich um. Alles kann voll mit mal, Zombies. Die kann ich nicht mehr aufnehmen. Pack mal alles in die Kiste, was du nicht brauchst. Steine, hoch. Oh, jetzt kommen sie. Oh, die kommen hoch. Was? Wo kommen die hoch? Oh, die kommen aufs Dach. Ja. Nein, Serendipity ist gestorben. Na gut, du spawnst ja hier gleich wieder hoffentlich. Oh. Okay, Munition ist alle. Ich vernagel schnell die Fenster. Dann gucke ich mir das draußen mal an. Ich hab nichts zum Nageln. Kriegst du hin. Schaffen das. Hier. Hast du komm mal her. Da. Dann machen wir, ich geb doch die Woodplanks, dann kannst du die Fenster. Erst das Glas wegschlagen, gell? Nee, mach ich es mal. Ich muss wegrennen. Moment, ich muss ihm helfen. Ich muss ihm helfen. Ja. Okay. Das wäre immer oh fuck, die kommen mir übers Dach. Raus rum. Die sind voll auf dem Dach. Oh Gott. Oh fuck. Sehr gut. Die kommen ja, ich bin gleich tot. Schnell in die Hütte. Ich blute. Ich hab die Tür zugemacht. Versteck dich in der Hütte, dass sie meine Hütte kaputt hauen. Mach das nah. Nein. Ist okay. Ich komm gleich wieder hoch, ich helfe dir. Ich muss schnell die Gläser in dieses Inventar. Ich muss nur nachladen. Wo sind meine Pistolen? Ich hatte eine Pistole irgendwo.
So, Aloe, ach hier so ein Knauf, ist mir egal. So, wie kann ich eine Energie schnell auffüllen? Warte mal, ich komme raus. Nachladen, habe ich keine Muni mehr. Boah, das ist gar nicht gut. Fuck. So, die lebt. Nicht wechseln, wechseln. Nein, Minions. Tja. Schwierig. Warum kommen die denn das Dach hoch? Weil die da rüber... Wir müssen um... Wegen der Treppe, okay, die ihr gebaut habt. Muss mir mal ganz schnell... Wer ist denn hier, in der Wand drin? Da guckt eine Hand aus der Wand. Das bin wahrscheinlich ich. Bist du tot? Irgendwo sind ja jetzt noch zwei. Achtung! Jetzt nicht mehr. Ach so, du spawnst in der Wand. Das sah ja übel aus. Das sah echt übel aus. Jetzt ist der Hellrand. Muss mir schnell was zum Schlagen machen. Hier, willst du meine Pickaxe haben? Nein. Okay, aktuell ist ruhig. Deine Dings habe ich verloren. Die Hacke, die du mir eben gegeben hast. Die muss ja irgendwo liegen. Wo liegt dein Rucksack? Oben wahrscheinlich. Den kannst du wieder looten. Aber ich muss erstmal den Kram loswerden. Das ist hier nichts. Ich müll jetzt hier einfach in die Kiste rein, weil... Schade, dass man nicht mit Shift oder sowas schnell die Sachen ablegen kann. Ah, oh, du blödes Dreckstück. Verreck doch. Du hässliches Ding. Echt... Habt ihr das Leben gerettet? Wer du mir? Das Teamwork am Stissen. Dankeschön. Wo ist hier? So, jetzt komme ich raus. Er hat doch noch irgendwo Erinnerung. Jetzt nehme ich aber die Axt. Glaubst du? Hier ist so dunkel, mach mal Licht. Die restlichen Zombies rennen unten rum an der Hütte. Aber stehen. Wir müssen das unbedingt absichern, dass hier nicht... Okay, die kommen hoch. Wo ist mein Rucksack? Hier ist mein Rucksack. Okay, was waren das? Hier waren zwei Rucksäcke übereinander. Boah, das ist richtig Attacke hier. Oh, da ist auch keine Moon mehr drin. Wir müssen unbedingt einen Zaun bauen oder irgendwas. Ja, wir müssen Munition kräften, um uns da zu verteidigen. So, ich habe jetzt die Stahlaxt. Danke. Wir müssen hier mal ein bisschen... Irgendjemand... ein bisschen Licht auf. Irgendjemand hat mich zerhackt. Ich wahrscheinlich, Entschuldigung. Ich glaube, nämlich so. Seid ihr nicht befreundet? Aber doch, super. Natürlich. Nee, alles gut. Nee, dann ist alles gut. Dann kann es nicht sein. Ich dachte schon, ich stehe in der Wand hier. Alles leer. Gut, wir müssen auf jeden Fall da unten die Stufe weghacken, aber kommt mal rein, dass die nicht da attractive haben. Nee, wie sagt man das? Uns erkennen. Da muss auf jeden Fall ein Dach drauf auf das Hütchen, auf das Safe House. Vor allem muss hier ein bisschen Licht hin. Ja, da kommt wieder einer. Schon tot. Spart euch die Moon, da kommen doch noch mehr. Die Munition, Moon, schwierig. Ist doch egal. So, jetzt ist Ruhe auf jeden Fall hier. Jetzt ist hier Ruhe. Gehen wir mal rein. Im Karton. Dankeschön, Check, für deine Unterstützung. Ey, okay, ohne aber was? Für dich tue ich alles. Danke, Sinn. Was machen wir denn hier oben mit dem Loch? Kriegen wir das irgendwie zu? Nur wenn wir was draufbauen, gell? Also wenn wir jetzt hier zum Beispiel die Dachschindel wegmachen und dann praktisch hier nochmal einen Eingang vorbauen. Obwohl, wenn wir hier oben nicht rummachen, kommen die auch nicht raus. Oh, da hackt jemand schon sehr gut. Aber wir müssen, können auch wieder zwei hochhüpfen, oder? Sehe ich das falsch? Nein. Das können wir jetzt einfach ausprobieren. Aber wir können es. Können die Zombies auch? Warum machst du das jetzt? Komm hoch! Aber da war doch schon... Das war doch schon richtig. So, jetzt bitte nicht mehr einschlagen, bitte. Die Zombies, doch, die Zombies kommen auch zwei hoch, natürlich. Die sind auch oben im Wohnzimmer über zwei rübergehüpft. Stimmt. Doch. Nee, da sind sie über zwei rübergehüpft, weil das Geländer den meinst Überbrückungspunkt... Du? Ja, ich weiß es. Okay, na, dann ist doch gut. Wenn du sicher bist. Weiß es. Ja, ich weiß es. Ja. Es weiß es. Schwierig. So, ich schaff dir erstmal Woodplanks, dann können wir hier oben das Safehouse mal ein Dach drauf zimmern. Dann kommen die auch nicht noch rein. Irgendwo haben wir noch Sticks drin geschmissen. Mal schnell noch ein paar. Brauchen so eine Waffenkiste hier. So, wir müssen uns überlegen, was müssen wir als nächstes machen. Wir haben Wasser, oder? Gläser. Wir müssen die mit Wasser befüllen. Am Pool am besten. Wasser brauchen wir nicht. Haben wir im Pool, genau. Dann würde ich jetzt mal... Einen Zaun. Würde mich jemand beschützen, wenn ich Richtung Pool gehe? Jetzt raus. Jo. Nee? Na gut. Zu gefährlich? Wir sind jetzt gerade nicht jeder mal gestorben, ist ja... Aber was ich cool finde, ist, dass du tatsächlich für, wenn du mit der Steinaxt dein Holz reparierst, kein Holz verbrauchst. Das ist gut. Ah. Dass wenn du dann mal guckst, dass es aktuell ist... Ach so. Ich weiß jetzt, was du meinst, ja, alles klar. Dann sparst du Holz. Sanity, schlägst du gerade die Fenster ein? Ja. Schön. Spar dir die, oder kommen sie. Hört ihr das?
Nein. Ja. So, jetzt hast du Frames, Wood Frames, dass du gleich was reinsetzen kannst? Genau. Und ich helfe dir mal. Man muss jetzt, man kann jetzt nicht durchweg halten, man muss immer zweimal ansetzen. Du haust mit links, mit rechts. Sag mal hier oben noch ein paar Torches hinstellen. Okay, ist fertig. Kannst du machen, ja. Hast du noch mehr Wood Frames? Nee. Nein, okay, dann hau ich euch. Oh nein, das war blöd. Wo sind die? Ich bin runtergefallen. Wo sind die? Wo können wir euch helfen? Nee, ich bin nur runtergefallen vom Dach. Mir ist aber auch nichts passiert dabei. Hallo? Alles klar bei dir? Zombie? Alles gut soweit. Schwierig. Natürlich blöd. Jetzt bin ich hier unten und komm nicht raus. Aber das eben war eine Horde, oder? Weil es ja so viele waren. Ja. Ah, du kommst jetzt nicht hoch, weil dir die Leiter fehlt da unten. Nee, du kommst da hoch. Doch, nee, du kommst da hoch. Du kannst zwei hochspringen. Ach so, stimmt. Natürlich. Ich kann ja zwei hochspringen. Naja. Du bist doch Superman. Ach nee, es war Batman. Jetzt hab ich's verwechselt. Batman. Als Zombie kannst du nicht. Das ist doch cool. Hüpf. Everything is fine. Lass mal das Auto stehen, Digga. Fährt der wieder mit dem Auto? Hast du ihm nicht die Schlüssel abgenommen? Ja, die betrunkene Krankenschwester wieder. Ja, wir müssten eigentlich dort noch die... Jetzt gucken wir mal, da ist ein Zombie. Mal gucken, ob der da hochkommt. Also bei 1 hat er es ja ohne Probleme geschafft. Jetzt dürfte der hier nicht hier hochkommen, oder? Zombie, wo bist du? Wo ist denn der hin? Hier war doch eben einer noch an der Ecke. Ich glaube, der... Komm mal hoch, Zombie. Oh, was war das? Ah, die schlagen unten ein. Ne, aber es sieht ganz gut aus im Moment, oder? Ich stelle mich mal hier hin, damit die ein bisschen es leichter haben, mich zu erwischen. Hallo Sie, können Sie mal vom Fenster weggehen? Ey, da klopft jemand an ans Fenster, da macht die Fenster kaputt. Immer diese randalierenden Vandalen, was? Ah, schon wieder runterfallen. Ich bin ja auch so schlecht in diesem Spiel. Ja, aber du hast ja auch, das ist jetzt auch zum ersten Mal. Also ich meine, du hast ja vorher nicht gespielt. Spielt ja ganz selten nur. Genau, ja. Sie probiert hier immer noch hochzuspringen. Warte mal, Licht, vielleicht schaffst du es dann. Nein. Wo, bei dir zu sehen? Okay. Bei mir zu sehen? Ein Zombie, der die zwei Blöcke überspringen will. So, jetzt, ich werde dich mal von deinem Leid erlösen. Das ist aber auch gemein hier mit den Zombies. Ja, die Nacht ist bald rum. Am nächsten Tag werden wir beginnen, dort drüben, in die Richtung, die ich gucke, in der es jetzt sehr dunkel ist, ein neues Haus hinzuzimmern. Die Serendipity wollte ein Feld anlegen, gell? Für die gesunde Ernährung hier in der Nähe mit Wassergraben und so weiter. Und wir brauchen jemanden, der sich direkt um Munition kümmert. Nicht erst nachher, sondern jetzt, ja, oder? Alles klar. Das werden wir machen. Also wir werden noch ein paar Öfen craften. Wasser auffüllen und wir müssen uns überlegen, dass wir eventuell, wollen wir die Produktion hier erstmal im Haus verlagern, oder? Die Materialproduktion. Weil, hätte ich gesagt, weil dann können wir in Ruhe, hier soweit in Ruhe bauen drüben. Am Tag. Genau. Gut. Ja, wir sind schon wieder am Ende einer Folge hier von Trautenheim. Das ist doch schade. Ja, es tut mir auch leid, aber wir sind bei 28 Minuten, von daher. Ach, schon wieder, ich bin so blöd. Ich hab's jetzt gesehen. Ich erwarte da auch wirklich noch so einen Rand halt. Ach, ja, schwierig. Können wir ja machen. Okay. Für dich kriegst du einen Zaun, Zombies. Einen Krabbelzaun. Sehr nett. Und wir sehen uns zum nächsten Teil von 7 Days to Die wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch einen Daumen hoch da und bis übermorgen. Macht's gut. Tschüss. Tschüssi. Tschüss.